Ja, wir stehen auf Schloss Burg, besser gesagt im Schlosshof von Schloss Burg hier in Freital. Neben mir steht Freitals Oberbürgermeister Uwe Rumberg. Herr Rumberg, hier soll am ersten Adventswochenende der Freitaler Schlossadvent stattfinden. Das ist der 11. mittlerweile. Die Händler sind alle schon in bester Stimmung, aber man weiß nicht, ob er denn stattfinden darf, aber stattfinden kann, denn die Politik macht wieder ein Spiel, das man schwer durchschauen kann. Was sagen Sie denn als Oberbürgermeister dazu? Wird es den Schlossadvent geben? Also wir werden natürlich alles Menschenmögliche tun, dass es ein Schlossadvent für die Freitaler und am Ende auch für die Gäste geben wird. Sicherlich unter eingeschränkten Bedingungen, die wir jetzt noch nicht genau wissen. Aber dass jetzt alle hier mit großer Vorfreude ja, diesen Advent vorbereiten, das muss ich schon mal ein bisschen eindämpfen. Die Stimmung ist gedrückt und wir schauen mal, was so die nächsten Tage noch kommt. Aber Sie sehen es im Hintergrund, die Vorbereitungen, die laufen auf Hochtouren. Und wir sind natürlich im guten Glauben über das, was die Landesregierung zu den Weihnachtsmärkten für dieses Jahr versprochen hat, gestartet. Wenn ich ganz kurz daran erinnern darf, im September haben wir die Anfragen bei der Landesregierung gemacht, ob Weihnachtsmärkte, egal was wir von der Situation dann haben, stattfinden können. Und da wurde uns im Oktober versprochen, Weihnachtsmärkte sind außen vor und die dürfen stattfinden. Im November kam dann nochmal in der vorletzten Corona-Schutzverordnung die Bestätigung. Und ja, nun sind wir dabei, das vorzubereiten. Ich muss jetzt mal genau sagen, um das auch ein bisschen zu aktualisieren, heute ist Freitag, der 19. November. Was heute Abend dann passiert, was, wenn der Ministerpräsident vor die Kameras tritt, das wissen wir nicht jetzt genau, das können wir jetzt nicht wissen. Aber wir wissen, es gibt ein Papier, das viele Bürgermeister aus Sachsen sich zusammengetan haben, Sie auch als Freitaler Oberbürgermeister, um mal etwas, ich sag's mal, aufzuschreiben, wie sehr oder wie verrückt die Situation ist. Wie kam denn dieser Zusammenschluss zustande? Na, das ist eigentlich der Aufruf von vielen Kollegen, Bürgermeisterkollegen und natürlich auch von Marktkonzessionären aus Dresden, dass wir natürlich im guten Glauben, was Glaubhaftigkeit, Wahrhaftigkeit und Vertrauen in die Regierungsarbeit gegeben wurde, dass das natürlich dann auch entsprechend stattfinden kann. Und die Vorbereitungen, die bis jetzt getroffen sind, die haben natürlich, ich sag mal, ganz viel Kraft und natürlich auch viel Geld gekostet. Und es wäre ganz einfach, ja, das falsche Signal jetzt mit dem Federstrich, das einfach alles zu beenden und quasi die Leute im Regen stehen zu lassen. Unsere Überlegung ist natürlich auch noch die, jeder, der hierher kommt, ist erstmal ein freier, mündischer Bürger und auch die Entscheidung, einen Weihnachtsmarkt zu besuchen mit entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen, ist eine freie Entscheidung und wer da gerne, ich sag mal, auch noch gewisse soziale Kontakte pflegen möchte, gerade in der heutigen Zeit, der soll das gerne tun und wer da eher, ich sag mal, sich dort sehr verhalten verhält, ja, der bleibt ganz sicher zu Hause. Herr Rumberg, wie viel Gewicht hat denn noch die Stimme eines Kommunalpolitikers hier an der Basis im Gegensatz zu der Stimme, die die Politik hat? Ja, normalerweise spricht man immer von kommunaler Selbstverwaltung. Aber in der Frage, da werden die Stimmen der Bürgermeister eigentlich immer dünner und immer leiser. Wir stehen jetzt hier auf diesem Areal, es ist alles schon vorbereitet, die Buden stehen. Wenn Sie jetzt mal in Ihr Herz reingucken, glauben Sie denn? Glauben ist ja wichtig. Wird es ein Schlossadvent geben jetzt? Die Hoffnung stirbt natürlich zu allerletzt und wir glauben bis zuletzt daran. Entscheiden wird sich am 27. November, nämlich an dem Samstag vor dem ersten Advent, wo unser kleiner, aber feiner Weihnachtsmarkt dann eigentlich eröffnen soll. Jetzt heißt ja, ist ja auch ein Lockdown schon wieder direkt im Gespräch. Das ist ja auch ganz schlimm für die Händler der Stadt, für die Gewerbetreibenden, die dann vielleicht wirklich das Weihnachtsgeschäft wieder abgeben müssen an die großen Online-Händler. Gibt es da auch schon Stimmen? Natürlich. Eigentlich macht sich diese Traurigkeit, dieser Frust, diese Resignation überall breit.
Und da sehe ich ein Riesenproblem in unserer Gesellschaft, nicht auf uns zukommen, sondern wir sind ja da mittendrin. Aber ich mache mir natürlich auch schon ernsthaft Gedanken, was geschieht mit unserer Gesellschaft, mit unseren Menschen nach Corona. Weil die Ansichten, die teilen sich ja dramatisch. Und die Risse gehen durch die Gesellschaft, die gehen durch die Arbeitskollektive, die gehen durch Familien, durch Freundeskreise. Und das hinterher alles wieder zusammenzuführen, also das wird eine Herausforderung. Und da kann ich immer nur wieder an uns alle appellieren, macht's mit Achtung vor uns allen und macht's vor allem friedlich. Das Papier, was Sie mit Ihren Kolleginnen und Kollegen verfasst haben, ist ab heute veröffentlicht. Ja. Wir werden das auch auf unsere Homepage stellen, da können Sie das gern nachlesen, was die kommunalen Amtsträger sich da ausgedacht haben. Es ist vielleicht ein Tropfen auf dem heißen Stein, aber wer nichts tut, der hat ja schon verloren. Ja, so ist es. Und deswegen bin ich auch immer wieder froh und dankbar, dass ich auch bei mir in der Verwaltung natürlich ganz viele Mitstreiter habe und dass wir das natürlich auch mit den Bürgermeisterkollegen auf breitere Schultern verteilen, das hat schon mal noch ein ganz anderes Gewicht, als wenn da ein Einzelner losmarschiert und möchte da gerne einfach Veränderungen. Also hoffen wir, dass Stimmen gehört werden, dass es hier am ersten Adventswochenende einen Schlossadvent auf Schloss Burg gibt und hoffen wir, dass wir uns dann vielleicht sehen und dass wir ein bisschen Gemeinschaft wieder haben und leben dürfen. Denn das ist ganz wichtig, auch gerade in der Advents- und Weihnachtszeit. Vielen Dank fürs Gespräch, Herr Rumberg. Danke Ihnen, Herr Wagner.